Ich verbringe leider viel zu viel Zeit an meinem Handy. Und da nutze ich gerne als Ausrede, dass ich dann zum Beispiel sage, ja, aber es gibt da ja sehr nützliche Tools, die mir in meinem Leben auch helfen. Und ich glaube, was wichtig zu realisieren ist, dass auch eine Sache uns einen Vorteil bringt und auch hilfreich ist, wir sie trotzdem nicht unbedingt in unserem Leben brauchen. Beispielsweise kann mir Instagram natürlich helfen, mich mit meinen Freunden zu connecten, mit ihnen in Kontakt zu bleiben und so weiter. Aber ich sollte mich dann eher fragen, was ist eigentlich die beste Methode, um mit meinen Freunden in Kontakt zu bleiben? Also nur weil eine Sache nützlich ist, heißt es nicht, dass du sie unbedingt in deinem Leben brauchst. Diese Methode bzw. diesen Gedankengang benutze ich momentan sehr, sehr gerne, wenn ich über mein Handy nachdenke und vor allem auch über meinen Konsum. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Mein Name ist Lara Emily und auf meinem Kanal geht es um alle Themen rund um das Thema Persönlichkeitsentwicklung. Also wir reden hier vor allem über Produktivität, Organisation, Schule, Lernen und sowas alles. Falls du dich für diese Themen interessierst, kannst du sehr gerne in unsere Community kommen. Und zwar musst du dafür einfach nur auf den Abonnieren-Button unten drücken. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Und heute gibt es, wie schon im Titel steht, endlich mal ein What's on my phone Tag, Update, wie auch immer. Oder einfach ein Video zu meinem iPhone-Setup, was ich jetzt seit einigen Wochen habe. Auf meinem Kanal habe ich ja schon mehrere What's on my phone Videos gemacht. Da habe ich mir mal gezeigt, welche Apps ich so habe, wie mein Handy so aufgebaut ist und so weiter. Aber natürlich verändere ich das auch ab und zu mal. Und mittlerweile hat sich jetzt wieder ein bisschen verändert und einige von euch haben sich ein Update dieses What's on my phone Videos gewünscht. Wie ich schon am Anfang des Videos gesagt habe, bin ich leider auch noch zu viel am Handy. Also was zu viel ist, kann ich nicht für sich selbst entscheiden. Ich persönlich finde einfach, dass ich schon sehr viel Zeit mit meinem Handy verbringe, was nicht so nützlich ist. Und damit meine ich vor allem die Zeit, in der ich meaningless, unachtsam auf TikTok oder Instagram rumscrolle. Ich glaube, das ist so dieser krasse Punkt, der mich persönlich noch ein bisschen stört. Und deswegen habe ich jetzt versucht oder versuche ich, mein Handy so unschön wie möglich zu machen, sage ich mal. Ich habe einfach gemerkt, wenn ich meine Apps überall auf meinem Homebildschirm verteile und die sozusagen ganz, ganz einfach aufzumachen lasse, dann mache ich das natürlich auch und gehe ganz einfach darauf. Wenn ich so viele Notifications bekomme oder so viele Benachrichtigungen bekomme, kann ich sie einfach raufklicken oder auf die App gehen und dann mich auch einfach daran verlieren. Und ich habe das Gefühl, viele Leute stellen sich die Frage, wie kann ich mein Handy ästhetisch und schön und einfach machen. Und ich habe jetzt ein bisschen andere Herangehensweise. Und zwar ist die Frage, die ich mir stelle, eher sowas wie, wie kann ich die Apps, die mich nur ablenken, so weit wie möglich wegmachen und so unschön wie möglich machen, um einfach diese Ablenkung zu vermeiden. Mein Hintergrundbild sieht so aus, einfach ein ganz einfaches weißes, nein, es ist nicht weiß, beiges, braun, weißes Bild. Und wenn ich mein Handy dann öffne, sind wir auf der Startseite und ich habe auch nur eine Seite in meinem Handy. Also ich habe diese Seite hier, wenn man nach links swiped, soll ich jetzt machen? Da sind nämlich immer so persönliche Fotos und so. Auf jeden Fall habe ich diese Seite, wenn man nach links scrollt, sieht man ja diese ganzen Sachen hier links, also zum Beispiel irgendwelche Nachrichten, Fotos und so weiter, da gehe ich mir eigentlich nie rauf. Und auf der anderen Seite sieht man dann meine ganze App-Library, also die ganzen anderen Apps, die ich auf dem Handy drauf habe. Und natürlich habe ich auch noch andere Apps, die ich nicht oft benutze und die sind alle hier drin. Aber die Apps, die ich jeden Tag benutze bzw. benutzen möchte oder die ich halt als sehr sinnvoll für mich empfinde, sind einfach auf der Startseite hier und da sind auch nur 8 Apps. Aber dazu kommen wir gleich noch. Und meine Haare sind schon wieder total komisch. Oh mein Gott, ich hätte sie vielleicht vorher bürsten sollen. Es gibt einige Apps auf meinem Handy, die ich gerne öfter öffnen möchte und gerne öfter benutzen würde. Das sind zum Beispiel Apps wie Quizlet, also meine Vokabellern-App, oder zum Beispiel Informations- und Nachrichten-Apps. Und zwar habe ich mir diese Apps einfach auf meine Startseite gemacht, also hier vorne hin, dass ich sozusagen, wenn ich auf mein Handy raufgehe und irgendwas anklicken möchte, ich sofort auf diese Apps raufklicke. Und hingegen Apps wie Instagram, Snapchat, TikTok und so weiter habe ich jetzt auf meine App-Library einfach ganz nach hinten gemacht, dass ich darauf nicht so einfach zugreifen kann. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, es sind auch nur drei Klicks mehr und es ist immer noch einfach auf die App zuzugreifen natürlich. Deswegen, falls du wirklich ein Problem damit hast, würde ich dir vielleicht raten, sogar die App zu löschen, weil das natürlich dafür garantieren könnte, dass du wirklich nicht mehr raufgehst. Ich meine, ja, das ist jetzt schon schwieriger für mich, darauf zuzugreifen und vor allem auch diese Motivation drauf zu klicken, ist ein bisschen weiter weg und diese Verführung, aber natürlich kann ich immer noch darauf zugreifen, also so ist es nicht. Fangen wir jetzt mal an mit den Apps, die ich auf meinem Homebildschirm hier vorne drauf habe. Als allererstes habe ich da die Uhren- oder Wecker-App und zwar kann ich mir da mal Wecker stellen, Timer stellen, ich kann andere Timezones, ich kann andere Zeitzonen ansehen und das hat eigentlich eine App, die für mich einen sehr, sehr großen Vorteil hat, die mir sehr viel bringt und deswegen habe ich die App auch direkt nach vorne drauf, weil ich mir natürlich immer Wecker stellen muss, ich benutze den Pomodoro-Timer immer, ich gucke, wann meine Freunde aus anderen Zeitzonen wach sind, welche Uhrzeit der gerade ist und generell ist diese App einfach total lustig für mich und ist auch keine Ablenkung in eigentlich gar keinem Fall, deswegen habe ich sie auch hier vorne drauf. Die zweite App ist Google Übersetzer und ja, ich muss sagen, Google Übersetzer ist kein guter Übersetzer, vor allem nicht bei asiatischen Sprachen, beispielsweise lerne ich ja Koreanisch und ich merke
merke so oft, dass die Übersetzung einfach wirklich nicht gut ist. Trotzdem ist das Übersetzer aber sehr simpel und einfach gehalten und gibt mir schnell irgendwelche Antwortmöglichkeiten. Und deswegen habe ich die App hier vorne drauf, weil ich super, super oft irgendwelche Dinge schnell übersetzen möchte. Außerdem ist diese App auch keine Ablenkung für mich, da ich ja nicht einfach so random da reingehe und versuche irgendwas zu übersetzen, was mich dann ablenkt oder so. Deswegen ist es eigentlich nur gut. Und deswegen habe ich sie auch davon drauf, damit ich schnell Zugriff drauf habe. Die dritte Sache, die jetzt nicht wirklich eine App ist, sondern eher ein Ordner, ist meine Lesezeichen-Ordner. So. Und zwar habe ich da drei Webseiten gespeichert. Die erste Webseite ist die Webseite für meinen Podcast. Da kann ich immer meine Podcast-Statistiken angucken, wer den gerade hört, wie der gerade läuft und so weiter, kann Dinge dort bearbeiten. Und die Sache, warum ich das da drauf habe, ist einfach, weil ich diese Webseite nicht wirklich in meine App-Library hinten machen kann, weil das kann man nicht mit diesen Lesezeichen machen. Jedoch möchte ich das Lesezeichen aber trotzdem da haben, damit ich immer darauf Zugriff habe. Und deswegen habe ich das auch an dem Ordner hier vorne drin. Die zweite Webseite, die ich hier gespeichert habe, ist meine Schulwebseite. Denn wir haben bei uns so ein Webportal, wo immer der Vertretungsplan draufsteht, andere Informationen für uns und diese ganzen Sachen auf meiner Schule bezogen. Und das möchte ich natürlich auch immer haben, immer darauf Zugriff haben und deswegen ist es auch in diesem Ordner drin. Die dritte Sache, die dritte Webseite, ist die Korean Conjugation Webseite. Da kann man einfach irgendwelche Verben hier oben eingeben und dann werden sie konjugiert. Und ich finde diese Webseite einfach so sinnvoll und freue mich sehr, dass ich jemanden entdeckt habe. Auch wenn ich sagen muss, dass sie nicht immer so gut funktioniert bei einigen Verben, aber an sich ist es sehr sinnvoll und nützlich. Die vierte App, die ich dort habe, ist Notion. Wenn ihr mich etwas kennt, dann wisst ihr, dass ich ein sehr, sehr großer Notion-Fan bin und Notion eigentlich für alles Mögliche in meinem Leben benutze. Und zwar würde ich euch da einfach mal zu diesem Video hier weiterleiten, wo ich alles genau erklärt habe. Oder auch zu diesem Video hier, wo ich nochmal meine ganzen Schul-Notion-Organisationen gezeigt habe, die ich letztes Jahr verwendet habe. In Notion kann man eigentlich alles Mögliche machen. Also ich plane damit mein persönliches normales Leben, dann plane ich damit mein Schulleben, YouTube, ich plane damit eigentlich alles und das ist total hilfreich. Und auf diese App möchte ich natürlich auch mal Zugriff drauf haben, weil ich da die meisten Sachen drin habe, auf die ich schnell Zugriff haben brauche. Genau. Dann habe ich, wie ich gerade schon gesagt habe, Quizlet unten, meine Vokabellern-App, wo ich dann nicht so oft drauf gehe. Ich habe ein großes Problem mit Vokabellern, ist mir aufgefallen. Dann habe ich daneben natürlich die Corona-Impfungs-App. Also wenn ich irgendwo reingehen möchte und dann mein Impfpass vorzeigen muss, kann ich einfach diese App vorzeigen, dann wissen alle, dass ich geimpft bin und ja, das ist einfach sehr hilfreich. Daneben habe ich dann die Flipboard-App und das ist eine App mit Nachrichten. Ich persönlich habe das jetzt auf Englisch und deswegen werden mir nicht mehr so unbedingt Sachen aus Deutschland angezeigt. Wenn du raufgehst, kannst du auch die neuesten News sehen und das ist wie ein Flipboard, also ja, genau so sieht das dann aus. Außerdem kann man sich auch bestimmte Themen anklicken, die einen interessieren. Und es gibt auch diese ganze For You-Page hier vorne mit Themen, die mich interessieren würden. Ich weiß nicht, ob es wirklich etwas interessieren würde, aber ja, die For You-Page hier vorne. Und daneben habe ich natürlich auch noch meine Mail. Und mir fällt gerade ein, dass ich vielleicht mal jemandem antworten sollte, der mir schon vor 2 Tagen eine Mail geschickt hat. Ach ja, okay, also Lara, wenn du das Video gerade schneidest, dann denk da rein, bitte diese Mail zu beantworten. Wie man außerdem noch sehen kann, habe ich da oben auch noch so 2 andere Sachen, die keine Apps sind, sondern diese Widgets sind. Und zwar habe ich da einmal meinen Kalender, da kann ich auch meine ganzen Termine an dem Tag sehen, wo ich jetzt aber keine mehr drin habe, weil ich die gerade gelöscht habe. Aber normalerweise mache ich ja Time-Blocking, also ich plane meinen Tag direkt mit der Stunde und sage dann zum Beispiel von 14 bis 15 Uhr möchte ich dieses Video hier filmen. Und dann steht das davon drin und ich kann aber genau sehen, was ich jetzt gerade in der Sekunde machen möchte oder machen müsste, was super hilfreich ist. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass man meistens nur die nächsten 3 oder 4 Termine sieht und nicht unbedingt die für den ganzen Tag. Das finde ich ein bisschen schade, aber natürlich ist es auch verständlich, da es ja nicht so viel Platz gibt dafür. Darunter habe ich da noch eine Sache von meiner Notizen-App, oder heißt es, es heißt Erinnerungs-App, glaube ich. Von meiner Erinnerungs-App, wo man sich so Erinnerungs- oder To-Do-Listen machen kann eigentlich. Ich mache das eher für irgendwelche anderen Sachen. Beispielsweise habe ich jetzt hier 3 Sprüche aufgeschrieben. Dafür müsst ihr einfach in eure Erinnerungs-App, das heißt auch so, oder? Reminders, Erinnerungs-App, reingehen, euch eine Liste erstellen und dann könnt ihr da einfach die Sprüche reinmachen oder andere Erinnerungen, To-Dos, was auch immer ihr möchtet. Und müsst dann einfach dieses Widget da erstellen, was ihr auf euer Homepage, Homebildschirm zieht und dann habt ihr das auch so, wie ich hier habe. Was ich außerdem öfter auch mal gerne mache, ist, dass ich mein Handy auf grau umschalte. Es ist ein bisschen Magie, und wenn ich 3-mal hier raufklicke, Oh Gott, ich kann das gar nicht so. Kommt hier unten dieses Fenster, da kann ich einfach auf Color Filters drücken und dann wird mein Handy grau, wie man sehen kann. Das Ganze könnt ihr in eure Einstellungen einstellen und zwar, wie genau, werde ich euch jetzt zeigen. Ich muss jetzt mal herausfinden. Ihr müsst einfach in eure Einstellungen reingehen, dann bei Color Filters raufgehen, dort dann auf On drücken und dann auf Grayscale. Und ich glaube, dann könnt ihr das bei euren Shortcuts umstellen, dass ihr, wenn ihr 3-mal raufklickt, auf euren, wie nennt man das?
Ausschaltknopf. Ich bin echt kein Apple-Experte. Dann wird euer Handy grau. Und warum ich das mache, hat einen ganz einfachen Grund, dass ich mein Handy, wie ich schon gesagt habe, so unschön wie möglich machen möchte. So unattraktiv wie möglich, weil ich einfach nicht so viel Zeit daran verbringen möchte. Und wenn alles so blinkt und ich diese roten Kästchen da sehe mit 3 Notifications, die du noch nicht gesehen hast und so weiter, ist es einfach sehr verlockend, darauf zu klicken und eine längere Zeit am Handy zu verbringen, was ich natürlich nicht möchte. Ich habe das aber ehrlicherweise nicht immer an, da ich beispielsweise, wenn ich irgendwie YouTube gucke oder Bilder angucke, Bilder bearbeite oder so, es einfach nicht so schön ist. Was ja auch der Sinn dahinter ist. Aber wenn ich mich halt schon mal so entschieden habe, gerade Bilder zu bearbeiten, dann ist es ein bisschen dumm, das dann zum Beispiel mit dem Grayscale dann zu machen. Eine weitere Sache, die ich mache, um mein Handy nicht so ablenkend zu machen, ist, dass ich die meisten Benachrichtigungen bei Apps ausgestellt habe. Also ich habe noch Benachrichtigungen an, wie beispielsweise Sachen, die wichtig sein könnten, wie zum Beispiel E-Mail, WhatsApp habe ich auch an, ich habe auch Signal an, ich habe auch Gmail an. Aber ich habe zum Beispiel Notifications wie bei TikTok, YouTube, Instagram, Snapchat. Ich habe die einfach alle ausgeschaltet bei Social Media. Wenn du das Video bis hierhin geguckt hast, kannst du mir sehr gerne mal deine Lieblings-App in die Kommentare schreiben, beziehungsweise eine App, von der du denkst, dass sie vielleicht uns alle auch gefallen könnte, falls wir sie noch nicht kennen. Falls dir das Video hier gefallen hat, können dir bestimmt auch diese Videos hier gefallen. Also schau sie dir sehr gerne an und ich freue mich, wenn dir das Video hier ein bisschen geholfen hat und gefallen hat. Vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren, falls dir das Video hier gefallen hat. Und ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag und ja, viel Spaß mit diesem Phone-Setup. Ich hoffe, es hat dich vielleicht ein bisschen inspiriert und motiviert. Also habt noch einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis sehr bald mal wieder. Bis dann. Tschüss.